Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hofnomen auf der Hofbergmann mit der Astrid, dem Paul, dem Michael, dem Lars. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. Grüße. So. Haben wir gleich noch was zum Ansehen? Ne, haben wir nicht, ne? Das heißt, ich kann gleich hoch zum Lars fahren, sagt ihr? Ja, ich fahr dann auch mal auf dem Weg, ne? Achso, du bist doch gar nicht auf dem Weg? Ich hab grad Paul abgefahren. Ah ja, stimmt, du hast Paul abgefahren. Okay. Ich fahr jetzt gerade so an der 10 vorbei. Also ja, easy, alles fein. Ich hab hier auch noch so die ein oder andere Runde, das passt schon. Alles gut. Gut. Das wir fahren gerade drüber scheppern, dann rechts, links und dann sind wir schon da, alles klar. Naja. Das passt. Michael ist schon mit dem neuen T1 was hast du gesagt? T2? T1? T2, ich sag, das T2. Ist ein T2, eine T2. T2-Verschnitt schon gerade rumgeheizt und hat. Es sah aus wie Heu, oder? Michael, war es Heu? Ja, Heu war ein Wohl. Okay. Ist cool, Michael, also. Passen zwei Rundballen drauf. Ja, so super. Die Klappe innen aufmacht. Ja, perfekt. Wir wissen ja auch, dass er Spanngurte hat, also easy, ne? Mhm. Top. Sehr schön. Oh, wir haben hier Beifahrerskript hier drauf, das ist ja cool. Vielleicht müssen wir es mal wieder aktualisieren. Müsste ich eh mal gucken. Es gibt ein paar Mod-Aktualisierungen, die wollte ich eigentlich gemacht haben, jetzt beim Versionsupdate. Ich hab's nicht getan, muss ich gestehen. Schwierig, sagst du. Ah, das ist, ne, irgendwann kommst du drüber, also irgendwann denkst du dir so, ja, müssten wir machen, dann machst du aber irgendwie was anderes und wieder und dann ist Nachmittag, Kinder, abends so aus dem Augen, aus dem Sinn und dann vergisst du es einfach ganz schnell. Ja, tatsächlich. Warte mal. Alt V? Nee, Steuerung V? Nee. Was war das, dass sich alle Mehrwerke gleichzeitig senken? V und Steuerung B. Steuerung V senken sich alle Mehrwerke, wobei das hintere etwas länger dauert als das vordere. Aber bei Steuerung B passiert nichts. Steuerung V geht's runter und Steuerung B müsste beide angehen. Ach, ich muss das ja auch erst aufklappen, ja. Dann musst du Steuerung X drücken, dann klappst du beide gleichzeitig auf. Das ist ja geil. Also ich spiele seit dem LS13 Landwirtschaftssimulator. Ich hab's noch nicht geschnallt, dass das funktioniert. Ich mach das auch. Ich hatte das früher auf der Seitenkonsole gelegt. Da musste ich nur einen Knopf drücken für Heben senken. Aber im 22 habe ich die Seitenkonsole nicht mehr angebaut. Seitdem drücke ich immer, tappe ich immer durch die Gerätegruppen. Gebe ich zu. Ich denke auch immer nicht an die Steuerungstaste. Na, wenn ich. Ah, noch, das funktioniert. Oh mein Gott. Natürlich, der hat nur einen Versatz drin. Das Heck für Mehrwerk hebt der etwas später und 6 hat der etwas später wieder. Oh. Läuft, sagst du. Immer 5. Kannst du das losfahren, Lars? Bitte? Kannst du losfahren? Ja, ich will auf VCA einstellen. Ah, ich sehe es, die Reifen bewegen sich. Dann hänge ich meine Ladewagen an, ne? Du musst erst den Schwader dir anhängen. Du wolltest doch zum Lars. Ja, aber ich bin noch am Sehen, also du kannst dir gerne auch erst den Schwader anhängen. Okay, dann hänge ich meinen Schwader an. Entschuldigung, also oder du wartest halt. Also cool. Ich habe jetzt richtig die Enttäuschung in Michas Stimme gehört. Oh, Micha, okay. dann. Alles klar, aber Uwe sagt ja, da fahre ich jetzt gleich zum Lars. Ja, also, dann. Du bist schon längst fertig. Nein, du kannst gerne kurz auf der Karte gucken. Ich bin in den letzten Zügen. Gut. Muss ich aber Uwe recht geben, hat er gesagt, er hat noch ein, zwei Bahnen. Ich oder die ein was... oder andere, irgend sowas hat er gesagt. Ja, ich muss noch ein bisschen, muss ich noch, aber du kannst auch gerne warten, dann schwade ich gleich hinter alles Lars gut. Her. Ich fahre ein paar Schlangenlinien rein, er hat es besser zum Aufladen. Ah, danke. Das passt schon. Aber ich bin auch tatsächlich fast ein bisschen enttäuscht von Lars, muss ich ja mal so sagen, ne? Was? Mhm. Weil ich nichts esse, oder? Ja. Er versucht sich echt zu benehmen heute Abend. Ist Wahnsinn, ne? Also ich hab mir so einen Neujahrsvorsatz gemacht, ne? Neujahrsvorsatz? Moment. 2023, ja, war der. Und jetzt geh mal so ein bisschen durch die Aufnahmen in 2023, wie oft ich, im Gegensatz zu 2022... Du warst doch fast nie da, die
jetzt pass auf. Deswegen hat er auch nie gegessen. Also Punkt 1. Ja, ich war bis Mai war ich eigentlich schon regelmäßig da. Ja. Dann hatte ich ja, war es ein bisschen tricky bei mir mit ganz viele Feste von meiner Orga-Geschichte. So, und dann war ich ja wieder ab, was war's denn? Mitte September würde ich jetzt mal grob sagen, so September, Oktober bin ich dann wieder dabei gewesen. Ja, meinst du, ich wüsste, was du im Mai angestellt hast? Ich bin ja froh, dass ich weiß, was ich gestern zu essen hat. Ja, aber guck dir mal, guckst du etwa nicht unsere Videos? Ja, und doch, aber schon im Mai. Aber nicht ziemlich zeitnah, nicht Monate rückwirkend. Nee, also ich habe mir das da gesagt, dass ich gesagt habe, ich habe ja recht viel immer geknuspert und gemacht und getan. Und entweder habe ich dann immer vergessen, mein Mikro hoch zu muten, oder wenn ich gemutet habe, dann war das noch mit dieser Logitech-Bug und dann ging immer nichts und Kacke und ja, hast du nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir YouTuber aufnehmen, esse ich nicht. Oder nur noch Sachen, die man nicht hört. Und Sachen, die man nicht hört, sind ja meistens, würde ich jetzt mal sagen, irgendwelche Weingummis, ja. Gummibärchen und sowas. Und da bin ich einfach kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach nicht mehr der Typ Knusperer, also der Brotchips, Knickknacks, Flips, Chips gar nicht so, aber solche Geschichten esse ich halt gern. Und deswegen habe ich gesagt, nee, bei Aufnahme speziell nicht. Wenn wir dann danach immer noch ein bisschen spielen und wir sind dann auch ein paar Leute weniger, die ich dann auf den Sack gehen kann, auf gut Deutsch gesagt, dann esse ich da mehr. Nee, also finde ich cool, alles gut. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch in deine Richtung mehr oder minder abgedriftet. Also tatsächlich gar nicht, dass das knusprige so Brotchips und so, sondern ich kann momentan einfach gar nicht so viele Schlümpfe wie früher essen. So eine Packung Schlümpfe, die Aufnahme kriege ich schon wieder die Tür. Kriege ich einfach nicht mehr weg. Und ich bin jetzt auf sowas wie Bananenchips und sowas übergegangen. Aber das Problem ist, die knuspern halt auch teilweise. Das ist so ein bisschen. Machst du die selber? Bisher habe ich sie gekauft. In der Black Week gab es einen Dörrautomat, den ich mir ins Auge gefasst hatte. Und ich habe mir jetzt die erste, also der ist, warte, heute ist Mittwoch, der ist am Montag gekommen. Und ich habe mir heute Morgen die ersten Bananenchips tatsächlich selber versucht zu machen. Gescheitert, sagst du, oder ging? Nee, also sie sehen anders aus als die gekauften, ne? Also die gekauften. Ach, das waren die auf deinem Bild? Genau, die du auf der Tastatur die gesehen hast. Genau, ja, die wo Gurke. Ich gedacht hätte, das wären Gurken, ja. Genau, das sind Bananenchips, also die du kaufst, sind frittiert halt, oder ne? Oder sind das Gurkenchips? Nee, sind Bananenchips. Also die sind frittiert, die normalen. Überleg mal, du tust Gurkenchips machen, so nimmt der Automaten. Gurken bestehen doch nur so 99% aus Wasser, da hast du noch nichts mehr danach. Das wäre jetzt spannend, ob man Gurkenchips jetzt mal, machen könnte. Ja, das denke ich mir jetzt gerade so, ne? Das kam jetzt gerade so. Ja, zurück zum Ding, ja, Banane. Müssen wir mal testen. Genau, deswegen habe ich jetzt die ersten Bananenchips halt selber gemacht. Klar, sehen ein bisschen schrumpelig aus, weil es ist halt einfach Bananenluft getrocknet quasi, ne? In heißer Luft. Und nicht frittiert, aber. Aber das soll massiv gesund sein, so Zeug. Ja, also ob das, was gekauft ist, was gesund ist, weiß ich nicht. Wurde halt nicht Kokos... das gekauft ist, sondern das aus dem Dörrautomaten. Weil das Dörrautomate ist ja tatsächlich, du ziehst ja einfach nur Feuchtigkeit raus und machst es dadurch haltbarer. Ja, yeah, quasi. Mehr genau. Ist es ja eigentlich nicht. Und dieses Gekaufte ist ja meistens, wie du sagst, frittiert. Selbst in der Heißluftfritteuse ist es ja dann gemacht. Dann gesundheitstechnisch auch schon besser, wie im Fett natürlich, aber... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Heißluftfritteuse gemacht wurde. Also ich die letzten, nicht, die, ganz ehrlich. Die ich hatte, die waren tatsächlich, ich glaube, in Kokosnussfett eingelegt, also frittiert. Mhm. Ja. Aber nee, ich hatte ja auch mal diese Geschichte mit, dass ich mir Brotchips selber machen, so Zeug. Ja. Hat auch gewissermaßen funktioniert. Aber irgendwann war dann der Aufwand einfach zu groß, dass er dann gesagt hat, okay, du haust die, weil ich habe die ja dann doch recht pfundweiß vernichtet. Ja, packungweiß und dann, die haben halt ewig gebraucht, also wenn du die selber machst. Es ist ja nicht, dass du die einfach mal so in den Ofen tust und 10 Minuten später hast du sie, sondern die haben irgendwie fast eine Stunde im Ofen gebraucht, weil du halt dann wirklich alles rausziehen musst und vorher marinieren und Käse und keine Ahnung. Du weißt schon, dass meine Bananen jetzt, was haben sie gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 7 Stunden im Dörrautomat waren. Ja, aber du hast einen Dörrautomat. Also ja, der läuft nebenbei. Ja. Du kannst halt Tagesgeschäft machen. Wenn ich jetzt aber für eine Stunde meinen Backofen benutze oder beschlage, sage ich jetzt mal, dann kannst du halt auch nichts da drin machen.
Ja, das stimmt, das richtig. Nee, also der Dörr-Automat läuft tatsächlich auch bisher ganz gut. Natürlich ist neu, dann wisst ihr auch, benutzt man den ein bisschen mehr. Naja, er steht draußen und, ne, ja. Genau, aber ich habe zum Beispiel Kakis hier Charonfrucht für meinen Sohnemann gekauft gehabt, weil ne, kann er nicht sämtliche Früchte essen. Er so Kaki und danach war es das gefühlt schon wieder. Und habe ich jetzt ein paar gedörrt, um sie einfach haltbar zu machen, damit wir ein bisschen länger was davon haben. Mal gucken. Coole Geschichte. Ja, es ist, hat halt ne, den Vorteil, du kannst es halt so ein bisschen haltbarer machen. Mal gucken, wie es sich ergibt. In dem Rezeptbuch, was mit dabei war, war auch Beef Jerky beschrieben. Da dachte ich auch so, Oh, da bin ich gar kein Fan davon, muss ich sagen. Also so ein Fleischfanatiker wie ich bin, aber Beef Jerky kann ich nicht. Ja, doch. Würde ich mal gerne probieren, habe ich noch nie. Mir ist das im Laden immer viel zu teuer. Genau, da bin ich nämlich bei dir. Im Laden kaufst du so 15 Gramm gefühlt für 10 Euro. Die kostet so 9 Euro, ja. Wo du denkst so, Alter, es ist, also ich habe schon... Das ist mir noch nicht wert, das Geld dafür auszugeben. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Es ist tatsächlich, also je nachdem natürlich, welche Marinade, welcher Hersteller und sonst was, gibt es auch Unterschiede, klar, aber... Ist halt tatsächlich ganz, ganz cool. Ist halt ein getrocknetes Fleisch für unterwegs so. Aber habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man das tatsächlich auch mal selber machen. Also irgendwie mal zum Markt am Samstag schönes Fleisch holen, gucken, wie man das macht und dann mal ein bisschen Beef Jerky selber machen. Mal sehen. Beef Jerky ist ja auch gedörrt. Ja, genau. Ja. Ich stand schon oft vor dem Regal und war überlegen, weil ich das mal gerne probieren wollte, aber... Wie ist das Geld denn dafür dann doch zu schade für die Menge an Fleisch, die man da bekommt? Ja, vor allem der Clou ist, dass wenn es dir halt nicht schmeckt, so wie das jetzt bei mir der Fall war, dann hast du es halt rumliegen dann daheim. Das ist das nächste Problem, hast du das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Genau, dann hast du dir 10 Euro ausgegeben, meine sind jetzt nur 10 Euro, ne? Du kannst jetzt wieder drüber nachdenken, wir kaufen uns Spiele und merken dann, okay, die sind auch kacke für 10 Euro, aber das sind halt auch irgendwo Lebensmittel, ne? Und dann denkst du da ein bisschen anders darüber. Ja, absolut. Ich hab's schon mal probiert. Ich find's ganz, ganz gut. Ist auch tatsächlich, bin gespannt, wie viel kleiner dann das Fleisch auch wird, ne? Weil ich halt. Oh ja, das wird also, das wird mich viel mehr interessieren. Das ist wahrscheinlich auch so. Da müsste man fast eigentlich sowas machen, wie du sagst. Dann kaufst du so ein Stück Fleisch vom Markt und nebendran kaufst du so ein Fleisch von, weiß ich nicht, Discounter-mäßig, Rewe, Konsole. Kauf ich leider nicht. Muss ich dich echt enttäuschen? Also nicht zum Essen, sondern einfach nur diesen Unterschied dann zu sehen, wie viel Fleisch in einem guten Stück. Wie viel Wasser in einem guten Stück Fleisch ist und wie viel Fleisch in diesen kommerziell produzierten Geschichten ist. Also das kannst du ja schon ganz einfach machen, indem du es einfach mal in die Pfanne legst. Ja, ne? Das merkst du ja. Oder genau. Wenn du dir auch Burger machst. So genau. Und sowas gibt es bei uns tatsächlich gar nicht, sondern echt nur wie gesagt, das haben wir auch, das Gute, mehr oder minder. Und ich bin mal gespannt. Also ich habe das jetzt schon bei den Bananenchips gemerkt. Die ist natürlich so ein bisschen eingelaufen. Aber tatsächlich gar nicht so viel, wie ich dachte. Das nächste Mal, wenn ich, glaube ich, die Chips mache, wiege ich mal so vorher, nachher, weil mich... Genau, weil mich schon interessiert hat, wie viel Flüssigkeit so rausgeht. Das könnte man natürlich beim Beef Jerky dann genauso machen. Einfach mal schauen, was da so... Und danach machen wir Gurken. Und danach noch mit Gurken. Ja, bin ich mir noch nicht so wahrscheinlich sicher. Wahrscheinlich braucht dann der Dörrautomat braucht dann so irgendwie 48 Stunden, bis da alles draußen ist. Nee, tatsächlich, der ist phänomenal, ne? Also. Ja gut, bei Bananen, also, ne, oder bei so Früchten kann ich mir das vorstellen, da hast du ja irgendwo Fruchtfleisch, aber wirklich Gurke, da besteht ja, das Ding ist ja Wasser. Ja, das mit ein Stück Schale drumherum. Das stimmt, aber in diesem Beipackheft ist doch so eine Dörrtabelle drin. Und da steht, Bananen standen da, glaube ich, 10 bis 12 Stunden. So, da dachte ich, naja, gut, okay, wusste ich vorher. Hab schon mal im Internet geguckt, wie lange man so Bananen dörren muss. Passt. Und nach, ich glaube, 7 Stunden habe ich es gemacht. Waren die fertig für mich? Wo ich denke, Alter, die Dörrtabelle nochmal 2 Stunden unterboten. Läuft. Kann ich. Sagst du. Ja, ich mache ein eigenes Buch. Ist ganz gut. Also, naja, eigenes Buch ist ja relativ. Ne, so ein Dörrautomat will ja auch ein paar Watt haben. Wir haben jetzt keine riesigen, deswegen ist es nicht ganz so dramatisch.
Aber wenn ich da irgendwie 2-3 Stunden einsparen kann, kann ich mir auch 2-3 Stunden Watt sparen und lohnt sich dann ja, halt noch mehr quasi, dann, ne? Ja. Also das muss man halt auch immer irgendwie so ein bisschen dazu rechnen, ne? Ist ja schön, dass du es selber machen kannst, aber wenn es dann 10-mal so teuer ist, nur weil ich es selber mache, statt gekauft zu haben, dann muss man sich ja auch überlegen, ist denn das die Liebhaberei wert? Oder nicht so lieber, ne? Meinst, also das ja. ist so ein bisschen. Aber also ich würde sagen, wenn du akzeptable Bananen kaufst mit der guten Dirtzeit, dann ist es plus minus, als würde ich es im Laden kaufen. Dann ist okay. Ja. Soll ich ein bisschen Internetwissen einwerfen? Ja, bitte. Eine Gurke im Dörrautomaten 10 bis 14 Stunden. Nächste und Schritt für Schritt Anleitungen mit Bildern. Aber was hat man denn, wenn man Gurke dört? Also. Trockengurke. Tatsächlich sehen die aus wie Chips. Ja, also man kann auch Zucchini dören, habe ich jetzt in diesem Heft gelernt. Ne? So, ja, Zucchini kenne ich, ja, das finde ich wieder Zucchini gut. Zucchini gedört als Zucchini-Chip und so, aber ich werde mal mit meiner besseren Hälfte sprechen, ob wir mal Gurke dören können, weil das würde mich jetzt mal interessieren, wie denn auch Gurke gedört schmeckt tatsächlich. Ne? Aber da muss man dann noch eine gute Gurke nehmen, die auch Geschmack in sich trägt, finde ich. Am besten Gurke aus dem eigenen Garten. Selbstgezucht. Ja, genau. Eigentlich die Gurke aus dem eigenen Garten, das wäre das Beste. So Bio-Gurken aus dem Supermarkt gehen finde ich auch immer noch geschmacklich. Ach, Paul seiner. Gut, okay. Werde ich berichten. Liebe Leute, aber nicht mehr heute, muss ich gestehen. Das schaffe ich nicht. 14 Stunden. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Falls ihr auch einen Dörrautomat habt oder schon mal getrocknete Gurke probiert habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sie schmeckt. Gerne auch selbstgemachtes Beef Jerky und sonst was. Rezeptideen etc. pp. Sind herzlich willkommen, wie immer. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.